Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der DRK-Sprechstunde an der Medizinakademie in Karlsruhe. Ich habe heute zu Gast Herrn Uwe Hug. Er ist Physiotherapeut an den Vidia-Kliniken in Karlsruhe. Und wie Sie sehen können, ich habe schon das Handy in der Hand und mein Nacken schmerzt auch schon etwas. Unser Thema ist nämlich Handy-Nacken, Smartphone-Nacken. Ja, eine Krankheit, die es früher so nicht gab, aber heutzutage wohl doch schon ein Krankheitsbild aufweist? Heute ein Krankheitsbild wert. Ja. Wenn wir uns vorstellen, vor vielen, vielen Jahren hatten wir Nackenschmerzen aufgrund, dass wir viel gearbeitet haben, dass wir uns bewegt haben, der Rücken hat wehgetan, die Nackenmuskulatur hat wehgetan, später haben die Knochen mit den Muskeln wehgetan. Das war immer in einem sehr hohen Alter. Heute ist es zwischen 15 und 35 Jahren, haben wir diese Krankheit bei unseren Jugendlichen schon. Das heißt, der Jugendliche schaut im Durchschnitt 2614 Mal am Tag auf sein Smartphone, auf ein 5 bis 8 cm großes Display und ist von dem ganzen Tag, was er hat, 4 bis 5 Stunden an dem Smartphone. Und worin liegen denn da dann auch diese Gefahren? Also Sie haben jetzt gesagt 15 Jahre, aber ich sehe natürlich auch schon kleine Kinder, also kleinste Kinder mit 4, 5, 6 Jahren, die schon am Handy tätig sind und schon hier immer viel nach unten schauen. Ganz schlimme Sache, wenn die Kinder noch jünger sind und es wird ihnen ein Smartphone in die Hand gegeben, damit die ihre Ruhe haben, die Eltern, und die Kinder halt einfach da Filme angucken oder sowas. Die Kinder sind in der Entwicklung und die Wirbelsäule wird sich nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln soll, weil sie einfach nur auf diesen kleinen Bildschirm starren. Also es ist, man kann schon sagen, dramatisch auch, ja. Also man kauft das Handy, da ist man noch gesund und dann nach einer gewissen Zeit. Ich habe da eine Karikatur mitgebracht, da wird es etwas deutlicher. Also auf witzige Art und Weise dann. Genau, auch. Witzig ist es nicht, aber. Ja, witzig ist das Endergebnis nicht. Der Anfang ist, das erste Bild hatten wir mit Sicherheit ganz, ganz lange nicht. Da haben wir nämlich die Smartphones nicht gehabt. Wir haben auch nur eine geringe Belastung auf von 4,5 bis 5 Kilo. Nach ungefähr 2, 3 Monaten ist natürlich die Betätigung am Smartphone immer mehr und der Kollege oder Kolleginnen, die Jugendlichen neigen immer mehr auf dieses Display. Das wird dann im Laufe der Zeit immer noch eine größere Neigung. Dann haben wir 30 Grad und dann sieht man auch schon an dem dritten Bild, der Schmerzpfeil fängt schon an. Also die Nackenschmerzen fangen an, die Kinder kriegen Kopfweh, sie haben Probleme mit den Augen. Ja. Das kommt auch noch dazu, ja. Aber sie hören natürlich nicht auf, weil diese ganzen schönen, tollen Geschichten in dem Smartphone natürlich wichtig sind. Und am Schluss haben wir dann die 27 Kilo und die 60 Grad nach vorn. Die Wirbelsäule hat überhaupt im Bereich des Halses keine Form mehr, wie sie haben sollte. Und die Leute laufen mit Dauerschmerzen rum. Das ist wirklich tragisch zu hören. Dann verformt sich ja nicht nur der Hals, sondern das geht ja bis, wie Sie sagten, ne, den ganzen Rücken runter. Also man hat ja dann, wenn man dann älter wird, ich möchte gar nicht ausmachen, was dann passiert, wenn man dann wirklich ins hohe Alter kommt. Es ist so, dass es die ganze Wirbelsäule betrifft. Es fängt am Hals an, weil wir uns da am meisten nach vorn neigen. Es geht dann in die Brustwirbelsäule und es geht in die Lendenwirbelsäule. Die Leute werden dann irgendwann über den ganzen Rücken Schmerzen erfahren, die sehr heftig werden. Ich nehme an, Sie haben auch ein paar wirksame Übungen mitgebracht, um diesem Handy-Nacken, diesem Drama entgegenzuwirken. Ich habe zwei Übungen mitgebracht, eine im Sitzen und eine auf einer Liege. Die erste im Sitzen können wir auf dem Stuhl oder auf dem Ball, wo wir jetzt gerade drauf sitzen. Wir nehmen da unsere Grundhaltung vom Körper ein und legen unseren Kopf langsam nach hinten, bis wir nicht mehr weitergehen können. Bleiben dort circa 20 Sekunden, gehen dann wieder langsam zurück und wiederholen das 4 bis 5 Mal. Das machen wir so 2 bis 3 Mal am Tag. Ja, und dann gibt es ja noch eine zweite Übung. Die zweite Übung machen wir auf einer Liege oder auf dem Boden, auf einer Matte. Können wir uns da hinlegen, dann nehmen wir uns ein Handtuch zu Hilfe und legen unseren Kopf auf das Handtuch und versuchen, das Handtuch mit dem Hinterkopf reinzupressen. Das halten wir ungefähr 40 Sekunden, auch 2 bis 3 Mal, und wiederholen das auch 2 bis 3 Mal am Tag.
Somit kräftigen wir die Rückenmuskulatur und versuchen dann wieder auf unsere normale Form der Halswirbelsäule zu kommen. Ja, das sind ja auch zwei Übungen, die jetzt auch wirklich machbar sind, auch im Bett, wenn man im Bett liegt, aufsteht oder kurz vor dem Schlafen gehen. Ich hoffe doch, dass unsere Zuschauer sich das alles hier zu Herzen nehmen und auch die Übungen durchführen, die Sie uns gezeigt haben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren und dass wir über dieses Thema auch sprechen konnten, weil ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.